Moin Leute, ich heiße euch einmal mehr zu meiner Serie Bahnstrecken rund um Falkenberg willkommen. Nachdem unsere letzte Tour in Zeichen erneuerungsbedürftiger Infrastruktur in West-Ost-Richtung von Halle-Leipzig über Falkenberg gen Cottbus führte, geht es heute von Lutherstadt-Wittenberg via Falkenberg nach Ruhland. Wir bereisen also die niederschlesische Magistrale, die bereits in mehreren meiner Filme die Hauptrolle spielte. Als Bonus gibt's noch Bilder vom nicht modernisierten Abschnitt der Berlin-Dresdner Bahn zwischen Elsterwerda und Großenhain. Starten wir in Wittenberg, wo unsere von Roßlau kommende Strecke die Anhalterbahn Berlin-Halle kreuzt. Diese wurde in den 90er Jahren saniert und somit veränderte auch der Bahnhof Wittenberg sein Gesicht. 9 überwiegend elektromechanische Stellwerke gingen 1999 außer Betrieb. Das Empfangsgebäude in Insellage überlebte zwar den Umbau, machte aber 2015 Bekanntschaft mit der Abrissbirne. Sein Nachfolger, westlich der Gleise, ist zwar nicht äußerlich, aber doch im Herzen grün, weil klimaneutral. Prompt wurde er zum Reformationsjubiläum 2017 als Bahnhof des Jahres ausgezeichnet. Wir verlassen die Lutherstadt gen Osten mit einem Silberhamster der S-Bahn Mitteldeutschland. Offiziell ist das hier keine S-Bahn-Strecke, aber der zweistündliche Grundtakt kommt als S8 von Leipzig-Stötteritz und mutiert in Wittenberg zur RB51. Werktags außer Samstags verdichten weitere, teilweise als RE14 vermarktete Züge von Dessau nach Falkenberg das Angebot, ohne dass daraus ein sauberer Stundentakt resultiert. Erster Stopp ist der Haltepunkt Labetz in Sichtweite der Wittenberger Einfahrvorsignale. Bis 2007 hieß er Wendel. Die Bahnsteige sind seit Sommer 2021 modernisiert. Quasi Sekunden vorher konnte ich noch ein Foto dieser unscheinbaren Station im Urzustand anfertigen. Die Strecke verläuft schnurgerade durch platte Landschaft. Wen wundert's, dass hier außer mir kein Mensch fotografiert oder filmt? Wenig später sind wir am Haltepunkt Mühlanger, der bis heute sehr reichsbahnig daherkommt. Selbst die DDR-Blinklichtanlage ist als einzige zwischen Wittenberg und Ruhland noch vorhanden. Eigentlich sollte der Bahnübergang schon vor Jahren im Zuge einer Straßenbegradigung um 40 Meter ostwärts verschoben werden. Aus irgendwelchen Gründen verzögert sich die Realisierung, in deren Rahmen auch der marode Güterschuppen verschwinden soll, immer weiter. Nach aktuellem Sachstand ist die Umsetzung bis 2024 vorgesehen. Erster echter Bahnhof ist Elster-Elbe, obwohl er mit 4 verbliebenen Weichen ein wenig gerupft auftritt. Weil die Streckenhöchstgeschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt ist und zwischen Wittenberg und Elster keine Blockteilung existiert, benötigen vor allem die Regionalbahnen mit ihren beiden Unterwegshalten eine ganze Zeit, um den gut 12 Kilometer langen Zugfolgeabschnitt zu räumen. Für die Sicherheit des Betriebs sind der Fahrdienstleiter im Empfangsgebäude und der Weichenwärter im Westkopf verantwortlich. Ersterer ist auch für die Reisendensicherung zuständig, damit alle heil zum Zwischenbahnsteig gelangen. Auf den nächsten 10 Kilometern passiert gar nichts. Dann sind wir im Bahnhof Jessen-Elster, dessen Infrastruktur auf die beiden durchgehenden Hauptgleise und eine Überholung gestutzt wurde. Der Güterschuppen ist dem Erdboden gleichgemacht. Das Empfangsgebäude verrammelt. Solche Einblicke in die ehemalige Mitropa bieten sich nicht mehr. Weiterhin genutzt werden die mechanischen Stellwerke JN und JS. Hinter Jessen wird die Gegend waldiger und nach weiteren 10 Kilometern erreichen wir Annaburg, dem ich bereits 2017 einen Film gewidmet habe. Seitdem hat sich wenig verändert. Interessanterweise wurde jedoch die damals von mir totgesagte Weichenverbindung im Westkopf erneuert, sodass Annaburg auch langfristig als Bahnhof überleben dürfte, wenngleich ohne Überholungsgleise. Nun geht es hinein in den finsteren Forst und durch militärisches Sperrgebiet. Hier befand sich bis 2002 die frühere Abzweig- und spätere Blockstelle Mollgraben, deren Gebäude einsam und verlassen im Wald steht. Fermerswalde wartet mit 2 mechanischen Stellwerken und 2 Überholungsgleisen auf. Anders als in Elster, Jessen und Annaburg gibt es sogar Außenbahnsteige. Zum Erreichen desjenigen in Richtung Wittenberg müssen dennoch beide Gleise unter den wachsamen Augen des Weichenwärters überschritten werden.
trotzdem in unmittelbarer Nähe die Bundesstraße 87 auf einer Brücke kreuzt. In Sichtweite von Fermerswalde lag bis 1996 der Haltepunkt Bayern mit EY, an dem von 1976 bis 2001 sogar eine Abzweigstelle mit supermodernem Gleisbildstellwerk existierte. Bayern war der westlichste Punkt des strategischen Kurvensystems Großrössen, das die drei von Norden auf Falkenberg zulaufenden Strecken verknüpfte und dessen Gleise seit Jahrzehnten in der Landschaft vor sich hin oxidieren. Wir überqueren die eingleisige Hauptbahn aus Jüterbock und rollen in den unteren Bahnhof von Falkenberg ein. Über den muss ich nichts weiter erzählen, da wisst ihr bestens Bescheid. Also geht's direkt weiter gen Osten. Zwar enden sämtliche Züge aus Wittenberg in Falkenberg, doch die Hamsterbäckchen bleiben uns erhalten. Silberne auf der S4 Gaschwitz-Hoyerswerda, rote auf der RB49 Falkenberg-Ruhland-Cottbus. Beide Linien überlappen sich östlich von Falkenberg zu einem ungefähren Stundentakt. Was nicht davon ablenken sollte, dass der Schienenpersonennahverkehr hier eher eine Nebenrolle spielt. Den Betrieb prägen überregionale Güterzüge. Für Aufkommen sorgen vor allem die chemische Industrie in und bei Ruhland, die Steinbrüche um Hosena, Schwarzkolm und Ossling, die Lausitzer Braunkohletagebaue sowie internationale Durchläufer von und nach Polen. Personenfernverkehr hingegen hat es auf der niederschlesischen Magistrale nie in nennenswertem Umfang gegeben und nicht einmal als Umleitungsstrecke ist sie erste Wahl. Es gehört also schon eine Portion Glück dazu, hier einem weißen Zug mit roter Bauchbinde zu begegnen. So wie an 4 Tagen im September 2021, als sich wegen einer baubedingten Sperrung zwischen Riesa und Dresden tatsächlich einige Intercities auf diese Gleise verirrten. Weiter im Text. Nicht mehr in den Genuss einer stündlichen Bedienung kommt der Haltepunkt Beiersdorf mit EI, eine von 6 Mitte der 90er Jahre stillgelegten Stationen zwischen Falkenberg und Ruhland. Auch Warenbrück ist aus dem Kursbuch getilgt, aber weiterhin als Betriebsbahnhof mit einem Überholungsgleis aktiv. Das elektromechanische Stellwerk von 1985 ist im Empfangsgebäude untergebracht. Nächster Personenverkehrshalt ist Bad Liebenwerda. Der Bahnhof wurde vor rund 10 Jahren von Grund auf saniert. Zuvor war das Tempo zwischen den Einfahrsignalen auf 30 Sachen begrenzt. Übrig blieben die durchgehenden Hauptgleise, je eine Weichenverbindung und ein mechanisches Stellwerk pro Bahnhofskopf. Um das Problem der Reisendensicherung zu umgehen, beschränken sich die Personenverkehrsanlagen auf den Hausbahnsteig, sodass alle haltenden Züge nach Gleis 1 fahren müssen. Auf den folgenden Kilometern begegnen wir den aufgelassenen Haltepunkten Zeischa und Haida, deren Bahnsteige auch 25 Jahre nach der Stilllegung teilweise noch vorhanden sind. Zeischa verfügte zudem bis 1986 über einen Betriebsbahnhof mit 2 mechanischen Stellwerken. Seit dessen Rückbau zur Ausweichanschlussstelle existiert zwischen Bad Liebenwerda und Elsterwerda-Biela nur noch ein Blockabschnitt. Den Bahnhof Biela habe ich in meinem Elsterwerda-Film ausführlich vorgestellt. Während ich diese Worte ausspreche, läuft der Bau eines elektronischen Stellwerks, das 2022 in Betrieb gehen soll. Hiermit dürfte der Zeitenwandel rund um Falkenberg eingeläutet werden. Jahrzehntelang durfte sich die alte Signaltechnik in dieser Gegend sicher fühlen. Jetzt kommen die ESTW-Einschläge näher und näher. Nicht mehr auf der Liste aktiver Betriebsstellen steht Kala Niederlausitz. Der Auflassung des Haltepunktes 1995 folgte das Ende der Blockstelle 2010. Der Bahnsteig Richtung Falkenberg ist zumindest theoretisch noch beleuchtbar. Weiter geht's nach Plessa, das 2005 vom Bahnhof zum Haltepunkt mit Blockstelle schrumpfte. Überragt wird dieser von den Türmen des Erlebniskraftwerks, das an jene Zeiten erinnert, als Kohleförderung und Verarbeitung eine überragende Rolle für die Lausitzer Wirtschaft spielten. Ein Horrorszenario für alle Fridays for Future-Anhänger. Apropos Horror, wer auf der Weiterreise in Fahrtrichtung links aus dem Zug schaut, erblickt kurz hinter Plessa das am Fenster eines alten Hauses stehende Skelett, das den Zugverkehr aufmerksam beobachtet. Nicht erschrecken, es handelt sich lediglich um die sterblichen Überreste eines Zugschlussmeldepostens, der seinen Feierabend vergessen hat.
Keine Feierabendprobleme mehr gibt es auf der Blockstelle Plesserforst, einer automatisierten Relais-Blockstelle, deren Bediener respektive Überwacher nicht vor Ort sitzt, was bei der Reichsbahn durchaus als Rarität zu bezeichnen war. Das zugehörige Gebäude blieb erhalten und wird zur Unterbringung der 1990 installierten Technik genutzt. Frisch modernisiert zeigt sich der Bahnhof Lauchhammer. Ursprünglich hieß er Mückenberg, anschließend von 1950 bis 1997 Lauchhammer West. Im Sommer 2021 erhielt er einen Außenbahnsteig am Überholungsgleis und der beschwerliche Weg dorthin führt über eine Fußgängerbrücke, deren fehlende Barrierefreiheit für Kritik sorgte. Zu allem Überfluss verfügte sie zunächst über keinen Blitzschutz und durfte bei Gewitter nicht betreten werden. Wie die DB Station und Service AG das bewerkstelligte? Keine Ahnung, denn der Reisendensicherer, der zuvor den Überweg zum Zwischenbahnsteig freigab, stand nicht mehr zur Verfügung, um bei Bedarf die Brücke abzusperren. Stellwerkstechnisch ist der Fahrdienstleiter auf B2 Alleinunterhalter. Bis 2006 bzw. 2017 hatte er noch einen Wärter auf W3 im Westkopf und W1 auf der Ostseite um sich. Bei nur noch 6 verbliebenen Weichen dürfte das für eine Einzelperson händelbar sein. Zwischen B2 und W1 erstreckte sich der Anschlussbahnhof zu den zahlreichen Betrieben der Kohleindustrie, die bis 1993 komplett abgewickelt wurden. Kohle rollt seit fast 3 Jahrzehnten nur noch im Transit durch Lauchhammer. 1 Kilometer östlich lag bis 1996 der Haltepunkt Lauchhammer Süd, ehemals Dolstheida, der im Zustand seiner Stilllegung konserviert ist. Auf dem benachbarten Gelände der ehemaligen Brikettfabrik ließ sich 2002 der Windkraftanlagenbauer Vestas nieder. Während meiner jüngsten Recherchetour in die Region kündigte das Unternehmen jedoch an, den Standort zum Jahresende 2021 zu schließen. Im Wald hinter Lauchhammer versteckt sich die sogar mit Hauptsignalen für den Gleiswechselbetrieb ausgestattete Blockstelle Bärhaus. Mückenhaus wäre wohl, nicht nur wegen der räumlichen Nähe zum ehemaligen Mückenberg, die passendere Bezeichnung, denn auf meinem Fußmarsch hierher wurde ich von den elenden Blutsaugern zerstochen wie seit Jahrzehnten nicht. Dann ist Ruhland erreicht, wo unsere niederschlesische Magistrale die Strecke Priestewitz-Cottbus kreuzt. Immer zur vollen Stunde treffen sich Reisezüge aus allen 4 Himmelsrichtungen und erlauben hübsche Rundumanschlüsse. In den restlichen 50 Minuten haben die Güterzüge das Sagen. Ruhland ist seit 2017 mit einem ESTW ausgerüstet und stellt somit das östliche Ende unserer heutigen Studienreise dar. Am Ziel angekommen sind wir damit allerdings nicht. Wir kehren nach Elsterwerda zurück, denn hier hängt noch mehr alte Infrastruktur dran. Das gilt nicht nur für den Bieler Bahnhof, sondern auch für den nicht sogenannten Hauptbahnhof an der Berlin-Dresdner Bahn. Diese hält in und südlich von Elsterwerda ein paar Hingucker parat, angefangen mit der Blockstelle Prösen-Ost, ehemals Prösen-Weinsdorf. Der gleichnamige Haltepunkt gehörte zu den ersten der Strecke Berlin-Dresden, die bei der Ertüchtigung auf 160 km/h kurz nach der Wende neue Bahnsteige erhielten. Inzwischen setzt auch diese 90er-Jahre-Moderne Staub an. Den Nahverkehr zwischen Elsterwerda und Dresden besorgt die RB31, der DB Regio Südost, gebildet aus roten Hamstern oder Doppelstockzügen. Im Fahrplan steht ein magerer 2-Stunden-Takt mit je einem Verstärker in Lastrichtung morgens und abends. Ebenfalls zweistündlich fahren die IC-Linie 17 Rostock-Dresden und die EC-Linie 27 Hamburg-Tschechien. Daneben sind Güterzüge unterwegs, je nach Baugeschehen auf dieser und den umliegenden Strecken mal mehr, mal weniger. Das ist immer so ein bisschen Wundertüte. Frauenhain ist einer der vielen verstümmelten Bahnhöfe unseres heutigen Ausflugs, die bloß noch aus den durchgehenden Hauptgleisen und 4 Weichen bestehen. Ein mir bekannter Infrastrukturplaner sprach in solchen Fällen von Kontergan-Bahnhöfen. Ich nenne sie Kastratenbahnhöfe, weil sie ja durchaus einmal vielfältig nutzbare Betriebsstellen verkörperten und nicht schon fehlgebildet zur Welt kamen. Es folgt der Haltepunkt Zabeltitz mit einem modernisierten Bahnübergang, der, wenn die DB Netz AG demnächst den 200 km/h Ausbau in Angriff nimmt, durch eine Brücke ersetzt wird. Einst gab es in Zabeltitz eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer.
die in den letzten Jahren vor ihrer Beseitigung gesperrt war. Auf die andere Seite der Gleise gelangt man nur noch über den BÜ. Wir sind im Landeanflug auf Großenhain und seine zwei Bahnhöfe. An der Berlin-Dresdner Bahn findet sich der Berliner Bahnhof, der seine letzten Reisezughalte 2002 erlebte. Der FDL auf dem Gleisbildstellwerk von 1979 hat lediglich noch die durchgehenden Hauptgleise und die von sämtlichen Regionalbahnen genutzte Verbindungskurve zum Cottbusser Bahnhof auf dem Tisch. Fern- und Güterverkehr verbleiben auf der Magistrale, die südlich von Großenhain einen neuen, mit Lärmschutzwänden verschönerten Bahndamm einschließlich diverser Brücken erhielt. Nächste Betriebsstelle wäre dann die STW-gesteuerte Abzweigstelle Kottewitz, an der die 2010 eröffnete Verbindungsspange von Leckwitz an der Strecke Leipzig-Dresden auf jene von Berlin trifft. Der Cottbusser Bahnhof von Großenhain liegt an der bereits erwähnten Strecke Priestewitz-Ruhland-Cottbus. Im Gegensatz zum 500 Meter Luftlinie entfernten Berliner Bahnhof regiert auf beiden Stellwerken elektromechanische Technik von 1988. Im weiteren Verlauf unterquert die eingleisige Strecke die Berlin-Dresdner Bahn sowie die Spange Leckwitz-Kottewitz und mündet in Priestewitz nicht nur in die Verbindung Leipzig-Dresden, sondern auch in einen ESTW-Bereich. Damit sind wir auch auf diesen Strecken an das Ende der von Falkenberg ausstrahlenden Alttechnik gestoßen und können unseren Ausflug abschließen. Der dritte Teil der Rundum-Falkenberg-Reihe führt uns in Kürze auf die Strecke Jüterborg-Falkenberg-Röderau und ihre südlichen Anhängsel. Für heute ist's genug. Tschüss und bis bald!